Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Kann ich was lernen bei dir? Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Wird gemacht. Aha. Ah. Ach. Der Esser, ne. Giftresistenz, ich könnte Strahlungsresistenz. Ganz ehrlich, Strahlungsresistenz mache ich mal. Und ich möchte auch gerne eine. Nee, sonst erstmal nicht. Im Leben wird einem nichts geschenkt. Ach so, ich wollte noch genau. Ich wollte noch schauen, ob ich bei William was machen kann. Wegen der Hauptmänner. Mad Bobs Schrottlieferungen kommen wieder an. Sehr gut. Wir brauchen das Metall dringend. Hier, hast du ein bisschen was dafür. Du hast die Zusammenarbeit mit Mad Bob wirklich überlebt. Zeichne mich ernsthaft erstaunt. Du scheinst gut mit Menschen umgehen zu können. Naja. Was haben wir jetzt auf? Ich muss mal wieder ein bisschen durchgucken hier. Ignadons falsch. Alter Code stinkt nicht, denn dafür muss ich. Die machen wir mal weg. Der Müllbaron zahlt immer. Genau, die machen wir jetzt. Ich gebe jetzt erst hier das Geschenk ab und dann. Gemacht. Jetzt muss ich schnell zu dem Puff und Ace bezahlen. Aber wenn er den umbringen möchte, dann soll er es doch gleich tun. Aber es sei denn, er möchte sein Gesicht nicht vor den anderen verlieren. Sein Gesicht nicht vor den anderen verlieren. Weil so heißt es dann so, ja, er hat ja dafür bezahlt und so, ne? Und in Wahrheit hat er ihn aber dann umgebracht. Das war aber dann jemand anders, weil er hat ja seine Schuld bezahlt. Das könnte, hätte ja auch er. Ich laber gerade Scheiße. Er möchte sein Gesicht bestimmt nicht vor den Leuten verlieren und die sollen sehen, dass er seine Schuld bezahlt und ja. Aber er, insgeheim bringt er ihn um. Den Arsch aufgerissen. Ich musste sich ja auf den Typen einlassen. Für sie tut es mir leid. Was willst du noch? Hast du noch immer nicht kapiert, dass wir beide nichts zu besprechen haben? Also tu mir einen Gefallen und verpiss dich endlich. Das hätte auch ins Auge gehen können. Warum habe ich das Gefühl, mich zu wiederholen? Der Müllbaron will seine Spielschulden begleichen. Er zahlt tatsächlich? Die Jungs hatten mir alle davon abgeraten, mich auf ein Spiel mit ihm einzulassen. Als ich ihn dann über den Tisch gezogen habe, dachte ich schon, er macht kurzen Prozess. Aber jetzt zahlt er auch noch. Es hat sich also tatsächlich bezahlt gemacht, nicht auf die Idioten zu hören. Er gab mir auch noch eine Kiste mit. Wo ist sie? Ich habe sie in deiner Hütte abgestellt. Die gehört mir nur zur Hälfte. Die andere gehört meinem Bruder. Aber das nur so nebenbei erwähnt. Soll er sich die Kiste schnappen? Ich bin nur an den Splittern interessiert. Neben ein paar toter Ratten wird eh nichts von Wert in dem Ding sein. Oh nein. Wirklich? Ach, die explodiert jetzt gleich beim Falschen. Wegen der Gefallen. Du kannst den zweiten Gefallen als erledigt betrachten. Darauf habe ich gewartet und du kommst genau richtig.
Wenn ich richtig informiert wurde, dann ist unser Überraschungsgast soeben eingetroffen. Und er wird sicher einen Blick auf das Präsent werfen. Warum glaube ich, dass ihm die Überraschung nicht gefallen wird? Er wird nicht die Zeit haben, darüber zu entscheiden. Wie darf ich das verstehen? Hör einfach genau hin. Bumm. Ja. Was war das? Das war meine Überraschung. Spade ist gerade vor Freude in die Luft geflogen. In der Kiste war eine Bombe? Exakt. Und das hat das Schwein wohl auch gemerkt. Das war gute Arbeit von dir. Boah. Ich will bezahlt werden. Wie ich schon sagte, ich zahle immer. Hier die Bezahlung. Und es steht dir frei, die Hütte zu beziehen. Oh, danke. Auch wenn sie jetzt stark renovierungsbedürftig sein sollte. Kerle wie du sind der Grund, warum die Menschen in Furcht leben. Tut mir leid, mein Täubchen. Aber manchmal müssen Dinge mit Nachdruck aus der Welt geschaffen werden. Oh, ich bin mit ihm durch. Er spielt hier voll. Oh, wie süß. Oh, mein Gott. Ich hab's gewusst. Was sagen wir da, dass wir das haben? Dann haben wir schon zwei Stück erledigt. Ich weiß gar nicht, wie viele das noch waren von den Hauptmännern. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Stör mich jetzt nicht weiter. Dieses Fort regiert sich nicht von alleine. Siehst du nicht, dass ich zu tun habe? Hä? Okay. Gefährten. Guck mal eben hier gerade. So, mache ich jetzt mal hier. Tavar. Wir sind ja jetzt gerade in Tavar. Da haben wir einen mechanischen Wächter und brüchige Macht. Warte auf Rat. Rat hat Chloe. Achso, ja, genau. Dann machen wir da jetzt den Wächter. Dafür soll ich nach Ignadon. Und die dort beklauen. Das kriege ich hin. Das kriege ich sowas von hin. Dann hätte ich in Tavar eigentlich fast alles erledigt. Außer das mit Chloe. Oh, ich muss zu Nasty. Muss ich auch nochmal. Hallo Leute, meine ich bin Fresse. Wieder da. Ich bin wieder da. Hier? Ne, ein weiter. Was ist denn jetzt los? Lag das daran, dass wir diese eine Dingens noch nicht getötet haben, die Maschine? Siehst du das? Die Roboter hier fangen an, Amok zu laufen. Ich habe dir den Auftrag gegeben, mir die KI-Chips der defekten Roboter zu bringen. Als ich gesagt habe, dass du dich beeilen musst, habe ich das wirklich ernst gemeint. Jetzt haben wir den Salat. Der erste ist schon ausgerastet. Beeil dich bitte. Sonst muss ich doch dazu übergehen, allen gefährdeten Robotern ihre Elex-Batterien zu entfernen. Ich fange mit diesem defekten Modell schon mal an, aber ich brauche die anderen Chips auch noch. Ich muss den Fehler finden, so schnell wie möglich. Ja, Mädel, das ist sehr schwer. Der Roboter ist sehr stark, nur mal so nebenbei. Ach, das ist der Prototyp. Das sieht doch jemand. Ich speichere mal vorsichtshalber.
Das sieht man doch, wenn ich das jetzt mache. Neue Routine erkannt. Initialisiere neue Routine. Okay, nun? Fehlschlag. Erzwinge Neustart. Hallo? Neustart erfolgreich. Initialisiere neue Routine. Routine erfolgreich initialisiert. Erstelle neue Parent-Child-Beziehung. Folge neuem Parent. Prototyp schließt sich dir an. Das ist ja geil. Und Kaya auch. Oh, schön. Kann ich jetzt damit einfach so jetzt wegfliegen? Also wegfliegen, ab, weg. Ich beobachte dich. Mein Hund ist gerade wach geworden. Sorry, mal eben, Leute. Mach Platz. 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 So ist fein, Spiegel. Ihr fein. Mach Platz. Ihr fein. Jetzt habt ihr mich mal wieder Mami sprechen. Hoffentlich kommt die jetzt auch mit. Jawolle. Kaya ist auch mit dabei. Ich will die irgendwie behalten, ja, ohne Scheiß. Verdammtes Arschloch! Oh oh. Dass mein Bruder tot ist, ist allein deine Schuld. Alles, was für mich einen Sinn hatte, ist wie weggeblasen. Wortwörtlich. Die Sache mit deinem Bruder tut mir leid. Von deinem Mitleid kann ich mir auch nichts kaufen. Ich werde meinen Kummer in der Bar ertränken. Aber vorher klären wir zwei die Angelegenheit, wie es unter Männern üblich ist. Dafür habe ich keine Zeit. Nimm das Wiedergutmachung. Du kannst nicht gewinnen. Wenn du unbedingt sterben willst. Du bist derjenige, der gleich tot ist. Ihr habt hier nichts verloren. Hallo, hallo. Hallo. Hallo! Da, es ist tot. Lass mich doch nicht von dem verarschen hier, ey. Ich kann ja wohl gar nichts für. Na gut, ich kann da schon was für, aber... Ich habe jetzt keine Zeit. Routine ausgeführt. Löse Parent-Child-Beziehung. Starte Area-Überwachungsprotokoll. Protokoll ausgeführt. Starte Area-Überwachung. Ey, ganz ehrlich, dieses Teil, ne? Routine wird fehlerfrei ausgeführt. Das war so einfach. Ich hätte mir das echt als schwieriger vorgestellt. Deine Ablösung ist da. Du hast tatsächlich den U5-Prototyp von den Klerikern geholt? Was als dumme Idee angefangen hat, beschert mir jetzt ein einfacheres Leben. Wie versprochen, bekommst du von mir regelmäßig 10% von meinem Gehalt. Hier, nimm schon mal deine erste Zahlung mit einem Bonus für gute Arbeit. Ich werde mich jetzt erstmal auf die faule Haut legen. Danke nochmal für diese brillante Idee. Wann bekomme ich meine nächste Zahlung? Immer mit der Ruhe. Es ist nicht so, als würde ich hier regelmäßig bezahlt. Aber keine Angst, ich sag dir Bescheid. Das kann dauern. Cool.
Genau, ich wollte noch zu Nasty, um zu gucken, ob die noch irgendwas für mich hat. Ja, und ansonsten kann ich die Sachen jetzt hier verboten. Die Werkbank muss ich auch noch mal nutzen. Ja, hier ist er. Okay, Freundchen. Es wird Zeit für einen richtigen Job. Bist du bereit? Ich hoffe. Ich hätte da auch eine große Sache in Ignadon. Die Kleriker planen eine Großoffensive gegen die Alps. Erstmal machen wir, was ich sage. Klar? Ja. Mit deiner Klerikergeschichte kannst du mir später nochmal auf die Nerven gehen. Ich bin bereit. Worum geht's? Das zeige ich dir, wenn wir da sind. Was ist mit deinen Jungs? Die bleiben hier. Die Sache werden wir allein erledigen. Bitte? Komm mit. Mach jetzt aber nicht, dass wenn Nasty stirbt, dann nein, 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 nein. 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 Da ist er. El Colossaro. Der Schrecken aller unserer Läufer. Jeder, der die Umlande unserer Stadt sichern sollte, hat schon mit ihm zu tun gehabt. Und offenbar immer verloren. Ja. Ja, meistens sind unsere Jungs vor diesem Urvieh geflohen. Was ihn so gefährlich macht, ist nicht seine Stärke, sondern eher seine Cleverness im Kampf. Also pass auf und rechne mit allem bei ihm. Du willst da jetzt runter? Wir beide werden das tun. Und merke dir, wenn du kneifst, komme ich aus der Hölle wieder zurück, um dich zu kriegen. Ha! Beweg deinen Arsch! Was? Kaya ist nicht dabei. Wir werden sterben. Das war ja sehr... Das ist nicht ihr Ernst, ne? Es hat nicht viel gefehlt. Ja, also die ist... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Noch viel zu schwach dafür. Wesentlich zu schwach dafür. Ja. Kaya ist auch wieder vonstatten. Gut. Okay. Das funktioniert so nicht. Tava, Brüche gemacht. Okay, müssen wir da so lassen. Ignadon, was hatte ich da nochmal? Das Alt macht neu an, hat mir erzählt, dass ein Parota im Feldeinsatz den Geist. Ja, das kriege ich nicht hin. Finger weg. Baller verlangt, dass ich aus den Angelegenheiten raushalte. Und genau, habe ich auch. Sache, Währung lange Klinker mit 100 aus Mutanten bedroht. Kriege ich nicht hin. Ein Licht im Dunkeln, Radu, Problem mit seinem Generator. Ich soll ihm helfen, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Ursache und Wirkung, Lagerkrieg wird vom Nordosten von Mutanten bedroht. Ich setze uns ernst und Hagen möchte, dass ich herausfinde, was sie anlockt. Okay, so, das habe ich schon mal erledigt. Und das können wir auch direkt da wieder abgeben. Weil ich das fertig habe. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Boah, hier habe ich dann Elektroschrott. Ich habe den Elektroschrott, den du wolltest. Gut. Nun muss ich nur noch die richtigen Teile daraus gewinnen. Warte einen Moment. Vielleicht kriege ich die alte Lady jetzt zum Laufen. Na bitte, es geht doch. Hier, nimm. Es sind zwar keine Splitter, aber du kannst das Zeug bestimmt dagegen eintauschen. Ich habe dafür keine Verwendung. Zu viel Lärm und unberechenbar. So. Nächste. Ignadon, Mission im Feuerland Ignadon habe ich
ersetzende Kräfte. Hort gelang, einer seiner Männer hat verdächtige Lieferungen beobachtet. Dies kann aus dem Süden, dort soll ein Vorposten erklären sein. Er hat mir einen Durchstuchungsbefehl ausgesetzt. Den habe ich nicht mehr. Scheiße, den habe ich nicht mehr. Ich hab den nicht mehr, den Durchsuchungsbefehl. Voll kacke. Dass man das verkaufen kann. Guck mal einer an, hier war ich ja schon. Du bist wohl auf der Flucht vor den Alps. Nicht ganz. Aber bei der Gefahr, die von ihren Konvertern ausgeht, wundert es mich nicht, wenn immer mehr Flüchtlinge bei uns Schutz suchen. Hier bist du jedenfalls sicher. Wir kriegen hier beigebracht, wie man mit diesen Säcken umgehen muss. Ich habe hier einen Durchsuchungsbefehl. Oh. Was willst du denn damit? Ich hab ihn noch. Hier geht alles seinen geordneten Gang. Die Kleriker im Hort sehen das anders. Dieses ständige Misstrauen geht mir langsam auf den Sack. Aber sieh dich nur um. Du wirst eh nichts finden. Na, nichts gefunden? Habe dir doch gesagt, hier, uns kann eh keiner was unterschieben. Die Truhen sind alle abgesichert. Wenn das so ist, lass mich einen Blick in deine Truhe werfen. Da sind nur ein paar Klamotten drin, sonst nichts. Aber bitte, hier. Aha. Welchen Zweck verfolgt der Außenposten? Hier können die Rekruten ihren letzten Schliff bekommen. Außerdem ist er als Knotenpunkt wichtig, um zu kontrollieren, wer einen Fuß nach Ignadon setzt. Das funktioniert natürlich nur, solange Banditen und Viecher einen seine Arbeit machen lassen, was aber nur selten der Fall ist. Hallo? Kann ich von dir etwas lernen? Ich bin zwar kein Ausbilder, aber wenn dir das egal ist, lässt sich da sicher was machen. Hauptsache, du lässt hier und da was springen. Sonst bin ich nicht bereit, mein Wissen mit dir zu teilen. Bring mir etwas bei. Gut. Hm. Klauen. Man klaut nur zweimal. Waffen aufrüsten. Oh. Hab ich schon. Chemie. Ach, Intelligenz. Immer mit der Ruhe. Hacken. Mhm. Muss ich? Nee, hier muss ich nicht dran. Ach, jetzt muss ich erstmal wieder. Oh, jetzt muss ich erstmal wieder hier reingucken. Wo ist denn Carsten Sicherheitscode da? 8195. Geht doch. Sollte ich jetzt seine Sachen klauen oder was sollte ich denn jetzt machen? Das ist auch geil. Outlaw-Klamottenbündel. Der Geruch und das Aussehen lassen keinen Zweifel daran, dass es sich um typische Outlaw-Klamotten handelt. Eine Anprobe würde wohl mit der Kretze einhergehen. Aber das ist ein Missionsgegenstand. Ich habe mir deine Truhe angesehen.
Glückwunsch, du hast in meiner alten Wäsche gewühlt. Das, was ich gefunden habe, sagt mir, dass du ein falsches Spiel treibst. Oder warum sollte ein Kleriker die Kleidung eines Outlaws horten? Hey, hey, hey. Wenn das alles ist, was du gegen mich in der Hand hast, dann ist deine Beweislage ein bisschen dünn. Das entscheiden die Kleriker im Hort. Überleg dir genau, was du tust. Ja, ich bin ein Outlaw, aber ich bin kein Dummkopf. Alles, was ich tue, ist, diese dämlichen Kleriker mit ein bisschen Elex und Stims zu versorgen. Trotz der Verbote ihrer Obrigkeit fahren sie es sich rein. Niemand kommt dabei zu Schaden. Und wenn du mich weiterhin gewähren lässt, beteilige ich dich mit einem Zehntel an meinen Einnahmen. Lass dich nicht auf sein Spiel ein. Mach mal halblang, Puppe. Mach nur weiter so. Angenommen, ich steige ein. Was soll ich meinem Auftraggeber erzählen? Das erzähle ich dir dann. Ich hasse es, die Hosen runterzulassen, wenn ich nicht weiß, woran ich bin. Also, kann ich auf dich zählen? Denk dran, es lohnt sich. Ach ja, komm. Einverstanden. Ist das so? Im Normalfall hätte ich mit dir dieses Geschäft besiegelt. Aber wenn mich nicht alles täuscht, hat mein Partner Shorty beim Hort das Zeitliche gesegnet. Und du warst daran sicher nicht unbeteiligt. Trotzdem gehst du auf meinen Vorschlag ein. Das wiederum führt mich zu der Annahme, dass du mich verscheißern willst. Bitte? Und da verstehe ich keinen Spaß, du Ratte. Dich mache ich! Wow. Wow. Wow, 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 wow. Hurra da! Ist das denn ernst? Ach Mann! Was macht er denn? Ach, leck mich doch, ey. Du bist doch verrückt. Glauben. Der Tod von Carsten wird die Geschichte verändern. Ja, ist so. Ne? Ist sie wirklich so leichtgläubig? Das ist ja wohl dann so. Okay, Leute, ich muss sowieso jetzt Schluss machen. Und ich sage... Tschüss, bis zum nächsten Mal.